Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Es gibt die 11. Ausgabe von drei Bücher, die und heute widmen wir uns den drei ältesten Büchern auf dem Sub. Ursprünglich hat sich die liebe Sarah, eine Zuschauerin, gewünscht, dass ich meinen drei Bücher vom Sub einfach zeige. Ich habe mich jetzt dafür entschlossen, die drei ältesten Bücher einfach mal herzunehmen, zumindest wie ich das rekonstruieren kann. Ich glaube, dass das ein oder andere Stephen King Buch definitiv älter ist und länger hier schon steht, aber ich habe jetzt mal die genommen, die eben seitdem ich irgendwie mitschreibe sozusagen, Thema Neuzugänge oder sowas oder auch Lovely Books führe, sehen konnte, okay, das müssten so ziemlich die drei ältesten Bücher auf dem Sub sein. Ich überlege noch so ein bisschen, wie ich euch mal meinen Sub präsentiere, weil ich habe ihn ja nicht nur haptisch im Regal, ich habe ja auch digitale Bücher, was ich euch dann einblenden könnte. Mal gucken, ob ich das vielleicht tatsächlich irgendwie so unterscheide. Aber ja, zum Thema Subbücher, noch ein bisschen Geduld, da wird irgendwie wo was kommen. Ja, ich habe jetzt drei Bücher hier liegen, die, wie gesagt, vermeintlich die ältesten Bücher auf dem Sub sind. Ich bin hier einfach nach Lovely Books gegangen und habe da jetzt einfach mal geguckt, was ist denn da am längsten drin. Deckt sich das in etwa mit den offenen noch Neuzugängen? Da führe ich ja trotzdem auch so ein bisschen eine Liste. Und ja, das erste Buch ist von George R. R. Martin, Armageddon Rock. Und ich weiß genau, warum es noch auf dem Sub liegt. Weil ich so enttäuscht war von Staffel 8 von Game of Thrones. Und ich so enttäuscht bin, dass es bei der Geschichte von George R. R. Martin auch nicht weitergeht. Und ich weiß, dass das total doof ist und dass man das auch nicht logisch erklären kann. Aber ich weiß, dass mein Gefühl deswegen dieses Buch immer wieder im Regal stehen lässt. Ja, es steht auch nicht im Subregal, sondern es steht hier bei den George R. R. Martin Büchern. Aber ich... Ja, das ist so mein Gefühl, was sich hier ausdrückt. Es ist der große Fantastik-Klassiker des Autoren und ja, wir sind hier in einer apokalyptischen Nacht im Jahre 1971. Da starb eine Band, eine Legende, die eine ganze Generation begeistert hat. 60.000 Zuschauer haben es live miterlebt. Der Sänger der Nazgul, ich meine Leute, na, schon allein hier, bricht von der Kugel eines Scharfschützen getroffen auf offener Bühne tot zusammen. Der Sommer der Liebe ist vorbei. 10 Jahre später geschieht das Unglaubliche. Die Nazgul sind zurück. Ein neuer Messias hat sie wieder auferstehen lassen. Doch ihre Musik hat sich in ein rasantes Requiem verwandelt und kündet von Wahnsinn und Tod. Und ja, es klingt mega. Also alleine, dass eine Band hier Nazgul heißt, also angespielt vermutlich ja auf den Herrn der Ringe. Und es klingt spannend, es klingt toll und eine ganz liebe Freundin von mir ist da auch nach wie vor mega begeistert und immer wenn wir irgendwie mal auf dieses Thema kommen, fragt sie mich auch, hast du das schon gelesen? Nein, aber ja, vielleicht, vielleicht ist das jetzt mal der Anstoß, um dazu zu greifen, weil mit knapp 380 Seiten, obwohl sehr kleiner Schrift, ist es auch gar nicht so dick und ich, ja, ich... Was haben wir hier? Für die Beatles, für die Airplane und die Spoonful und die Dead, für Simon Garfunkel, Chaplin und Hendrix, für Buffalo Springfield und die Rolling Stones, für die Doors und die Birds, die Mamas and the Papas, für Melanie, für Donovan, für Peter, Paul and Mary, für die Who und die Moody Blues und Moppy Grape, für Country Joe and the Fish, für Bob Dylan und Phil Ochs und John Bass und John Mitchell, für die Mothers of Invention und die Smother Brothers, für die Hollies und die Association und die Beach Boys. Für Creedence Clearwater Revival, für verlorene Unschuld und hellleuchtende Träume und besonders für Paris. Ach, das ist wahrscheinlich seine Frau. Wenn ich dich anschaue, höre ich die Musik. Ach, es klingt schon. Ja, aber es liegt definitiv schon etwas länger auf dem Sub. Das nächste Buch, und auch da muss ich ehrlich sagen, war ich sehr überrascht, dass das noch subbt. Und ich glaube, das kommt jetzt wirklich ganz nach oben, denn mir ist nach Science Fiction. Und das ist Die letzte Astronautin von David Wellington. War, wenn ich mich recht erinnere, mal eine Empfehlung von der lieben Kerstin Merkel, ihres Zeichens Autorin und auch Buchhändlerin bei Hugendubel. Und die hat mir in einem Video mal dieses Buch empfohlen. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe das schon gelesen, aber also so in meinem Kopf. Aber nein, wir dachten, wir würden sie nicht länger brauchen. Wir haben uns geirrt.
Ein Buch, das sie die kalten Tiefen des Weltraums zu gleichen Teilen mit Schrecken und Verwunderung betrachten lässt. Und sie hat da wahnsinnig von geschwärmt und ich verstehe das gar nicht. Eigentlich liebe ich Science-Fiction-Geschichten. Ja, wir treffen auf Sally Jensen. Sie war einst die wichtigste Astronautin der NASA, bis ihre Mission zum Mars in einer Katastrophe endete. Inzwischen hat sie sich zur Ruhe gesetzt. Doch als ein riesiges außerirdisches Objekt ins Sonnensystem eindringt und bedrohlich die Erde umkreist, bleibt der NASA nur eine Möglichkeit. Sie muss Sally Jensen überzeugen, in den Weltraum zurückzukehren. Widerwillig lässt Sally sich darauf ein. Als sie erkennt, welches Geheimnis sich hinter dem Objekt verbirgt, wird ihr bewusst, dass das Schicksal der Menschen in ihren Händen liegt. Das klingt doch mega. Also, ja. Landet jetzt ganz, ganz oben. Ich weiß tatsächlich nicht, warum. Also, ich habe das gedanklich wirklich schon gelesen. Also, ich wusste nicht so ganz. Also, natürlich liegt es da im Regal, ne? Also ich kann mich da gar nicht rausreden und ich sehe es ja in meiner Liste, aber in meinem Kopf war es irgendwie schon gelesen, weil es ja ein Buchtipp von Kerstin Merkel war, wenn ihr versteht. Also ja, aber landet jetzt mal ganz oben, ist definitiv gleich was, was ich einfach mal jetzt im Sommer lesen werde. Und das letzte Buch, ja, auch dafür gibt es eine logische Erklärung, ist das Labyrinth der träumenden Bücher von Walter Mörs. Und auch das ist schon eine ganze Weile auf meinem Sub. Denn als ich die Stadt der träumenden Bücher gelesen habe, war ich total gehypt, total geflasht, beziehungsweise ich habe es mir ja von Dirk Bach vorlesen lassen und habe dann direkt auch den nächsten Band sozusagen gebraucht, mitbestellt und war total hyped. Und dann habe ich aber gerade von Becky, die ja auch vom ersten Band geschwärmt hat, und noch zwei anderen Freunden gehört, ach Steffi, ob der dritte Band je kommt, warte doch mal ab. Das Buch endet mit einem Cliffhanger und ja, warte mal ab, wenn der dritte kommt, dann kannst du dazu greifen. Und genau aus diesem Grund liegt dieses Buch schon so lange auf dem Sub, weil ich eben darauf warte, dass der dritte Band erscheint. Dieses Jahr kommt ja ein Buch von Walter Mörs. Ich glaube, da geht es auch wieder um Hildegunst von Mythenmetz, der uns ja auch schon im ersten Teil sozusagen begeistert hat. Aber ich weiß nicht, ob es die Fortsetzung ist. Ich glaube fast nicht, sondern es ist, glaube ich, nur so eine Nebengeschichte. Und ja, wir sind hier ja in Zamonien und haben im ersten Teil ja Hildegunst von Mythenmetz begleitet, der größte Schriftsteller, den es in Zamonien irgendwie gibt. Und ja, wir waren da eben so ein bisschen unterwegs und es war einfach nur großartig. Es war fantasievoll, es war anders, es war bildhaft, es war episch, es war toll, es war fantasieanregend und es ist wie ein Film abgelaufen. Es war toll vertont von Dirk Bach. Und ich erwarte mir eigentlich hier genauso viel. Nirgendwo findet man kreativeren Irrwitz, nirgendwo mehr Einfälle pro Romanseite. Ja, und da muss ich Dennis Scheck, auch wenn ich selten seiner Meinung bin, absolut recht geben. Das habe ich im ersten Teil absolut so empfunden. Aber wenn das einen Cliffhanger hat und der dritte Teil vielleicht irgendwie nie erscheint, ja, also das ist tatsächlich der Grund, warum dieses Buch noch hier liegt, obwohl der erste Teil mich so, so begeistert hat. Und ich habe ja dann auch noch gelesen, Der Schreckenmeister. Ich habe dann die 13,5 Leben des Captain Blaubär gelesen. Ensel und Grete liegt, glaube ich, noch auf dem Sub, aber nicht so lange. Und ja, ich glaube, dass, ja, das ist, ja, es ist schade. Und eigentlich, wenn ich das so gerade wieder in Händen halte und auch die ganzen Bilder da drin sehe, also die Illustrationen, dann denke ich mir gerade, ach, eigentlich hättest du wieder Lust, den ersten zu lesen, aber ja, dann würde ich ja wieder nicht weiterlesen und ich glaube, der erste Teil wäre, wenn erst ein Reread wert, wenn wahrscheinlich dann wirklich der dritte herauskommt und man dann eben auch den hier liest. Oh, so voll gepackt. Ja, also, ja, so ist das. Ja, zwei Bücher, die relativ bewusst mit gutem Grund gefühlt, zumindest für mich, irgendwie auf dem Sub liegen. Ein Buch, wo ich es einfach irgendwie verdrängt habe, dass es noch nicht gelesen ist, passiert eben manchmal auch. Auch wenn mein Sub ja, ja hoch zweistellig ist, ja, habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass ich meinen Sub so ein bisschen unter Kontrolle habe. Aber ja, bei dem einen Buch passiert es manchmal eben einfach. Ja, ich bin neugierig, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt, ob ihr da jetzt in großen Freudenschreien hier sozusagen was in die Kommentare schreibt, dass ich es unbedingt ganz schnell lesen soll. Welches Buch vielleicht auch bei euch das älteste auf dem Sub ist oder führt ihr da überhaupt irgendwie eine Liste? Habt ihr das vielleicht auch so sortiert, dass das neueste Buch immer nach hinten kommt oder nach vorne vom Sub, sodass man dann sieht, okay, was ist das älteste Buch? Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Ihr findet die Bücher und auch die Playlist zu der Reihe unten in der Infobox. Schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und ich danke dir, liebe Sarah, für den Anstoß mit den Sub-Büchern, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen anders ist, als du es dir so vielleicht vorgestellt hast. Aber es wird auf jeden Fall auch noch irgendwie ein oder zwei Sub-Büchern
Videos geben. Ja, weil ich glaube, eigentlich ja, sollte das ja so keine große Kunst sein, aber ja, er zeigt ja auch immer nur den aktuellen Stand. Aber ich überlege mir da mal was und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.